Wir sind im Dezember angekommen. Das Vogelfutterhäuschen ist aufgefüllt und pünktlich zum ersten Advent ist der erste Schnee gefallen. Das Löwenmäulchen blüht immer noch. Hündin Ronda muss sich erstmal angucken, was Frauchen da macht. Hier im nordöstlichen Bereich des Gartens haben wir ja vor ungefähr 2 Jahren einen Teich angelegt. Hier nutzen wir auch das Regenwasser vom Dach am Komposthaufen, wobei es in diesem Jahr ja reichlich Wasser von oben gab. Auch das Wasser vom Schuppendach nutzen wir teilweise direkt, indem wir es eben hier auffangen, heute schon mit zarter Eisschicht drauf. Ansonsten wird das Regenwasser über die Rohre in unseren hauseigenen Brunnen geleitet und über eine Pumpe kann ich im Sommer halt auch dann bei Bedarf damit gießen. Kostet mich dann eben nur Strom, aber kein Wasser. Hier ist noch ein Asiasalat unter einer Schneedecke. Und Erdbeeren, ein kleiner Thymian. Wir befinden uns hier auf der Ostseite des Grundstücks. Und im Staudenbeet steht jetzt nur noch die fette Henne ganz gut da. Der Rest ist auch verwelkt. Das ist meine kleine Magnolie. Und in diesem Beet sehen wir noch die Erdbeeren, die Heidelbeeren und ein Frauenmantel steht da auch noch. Und hier ist die Physalis, die ich aus dem zerstörten Gewächshaus gerettet habe. Da habe ich Stecklinge geschnitten und freue mich schon auf das nächste Jahr mit Physalis. Ich danke euch fürs Zuschauen, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und bis bald!